You won't believe this. Oh Leute, Mann, wir haben es geschafft, ihr habt es ja gerade schon gehört, Dora hat es uns lieblich vorgesungen und zwar haben wir die 2000 Likes nach nicht einmal 2 Tagen von meinem letzten Video geschafft. Vielen Dank, ihr seid echt die beste Community, das ist unglaublich, wie aktiv, Mann, das ist das Beste, was einem passieren kann als YouTuber und davon habe ich schon so viele, obwohl ich noch gar nicht mal so viele Abonnenten weltweit gesehen habe und dafür wollte ich euch einfach mal danken, wir sind die beste Community weit und breit. Ja, das kann man jetzt zu Recht sagen. Jetzt zeige ich euch dafür auch einen richtig coolen Glitch, wie den Wiederverkaufswert eures Autos, jedes beliebigen Autos in die Höhe katapultieren könnt. Das ist unglaublich. Und zwar braucht ihr dafür bloß ein Apartment. Ihr müsst dann einen Kumpel, der euch dabei hilft, einladen. Und dann muss dieser an das Auto, an die Fahrertür gehen, nachdem ihr das Auto allerdings zugeschlossen habt. Das heißt, Fahrzeugzugang auf niemanden gestellt habt. Hier bei mir ist es jetzt der Fall. Er kann sich jetzt hier so komisch reinbacken, weil ich hier gerade drin sitze. Allerdings habe ich es falsch gemacht, denn wir müssen den Controller trennen auf der Hälfte des Weges, wie wir gerade ins Auto einsteigen, wie wir es jetzt sehen werden. Ich habe einen Wireless-Controller, deshalb habe ich hier einfach die Verbindung getrennt, indem ich den Controller ausschalte. Falls ihr den Controller über Kabel verbinden könnt, dann müsst ihr einfach nur das Kabel rausziehen, dieses Aufladekabel. Und ihr seht, dass ich auf der halben Strecke ins Auto rein den rausgezogen habe. Ich saß kurz in der Luft drin und werde jetzt hier wieder zurückgespawnt an Anfang meiner Garage. Und der Kumpel kann jetzt auf einmal, obwohl das Fahrzeug abgeschlossen ist, so als würde es auf der Straße stehen, an die Tür ranfassen und dann steht bei ihm, dass das Fahrzeug abgeschlossen ist. Normal kann er das ja nicht in anderen Garagen machen. Und das ist auch schon der Beweis, dass dieser Glitch so weit erstmal funktioniert hat. Und jetzt möchte ich den Wert des Autos so weit in die Höhe katapultieren, dass ich mir gleich mal einen Adder gegönnt habe, sodass der Pfälzer am Ende des Tages so einen massiven Preiszuwachs bekommen hat. Das ist unglaublich. Jedenfalls müssen wir dann den Pfälzer, halt das Auto, mit dem wir den hohen Preis dann letzten Endes erzielen wollen, duplizieren, indem wir das jetzt auf den leeren Parkplatz stellen, wo gleich der Adder hingeliefert wird. Und danach müssen wir einfach nur noch in den Pfälzer einsteigen. Der Kumpel muss die ganze Zeit währenddessen immer Dreiecksbam ins Auto einsteigen und erst wenn ich auf dem Beifahrersitz bin, darf er aufhören, Dreieck zu drücken, sodass ich automatisch auch auf dem Fahrersitz vorrücken kann. Und wichtig, ihr müsst auch auf der Beifahrerseite einsteigen, anders geht's gar nicht an der Fahrerseite. Und dann fahrt ihr einfach wieder zurück rein und jetzt müssen wir lange warten, in meinem Fall wieder einmal, ich weiß auch nicht, bei diesen Glitches dauert es bei mir einfach viel länger, immer bis das Auto geliefert wird, bis jetzt hier in meinem Fall der Adder halt geliefert wird. Unten links hätte ich eine Karte an, würdet ihr sehen, dass jetzt der Adder geliefert wird gleich und das ist dann aber nicht der Adder, sondern der Pfälzer, aber dieser Pfälzer, der jetzt geliefert wurde, hat den Wert des Adders und seinen eigenen Wert noch. Allerdings bin ich hier jetzt erstmal mit dem Originalpfälzer rausgefahren, um euch zu zeigen, dass dieser noch den normalen niedrigen Preis, ja in Anführungsstrichen niedrigen Preis hat. Das sind nämlich jetzt 200.000 und wir werden gleich sehen, wie viel dann letzten Endes der coole Adder hat. Der Adder, sage ich jetzt schon, der Pfälzer natürlich mit dem Wert des Adders und des eigenen Wertes. Also richtig cool, das werden wir gleich mal sehen. Aber erst einmal müsst ihr euch diese Aktion hier gönnen. Was ist denn da los? Bouncy, Bouncy, Trampolinfahrt oder was? Das müssen wir analysieren, Leute. Spulen wir zurück. Wenn ich ehrlich bin, spule ich auch nur zurück und mache das hier, weil ich kurz Spaß haben wollte mit meinem neuen Schnittprogramm. Ihr habt ja gehört, dass ich ein neues habe und es funktioniert alles so geil. Es ist so lustig, was ich hiermit alles schneiden kann. Mann, das macht richtig Spaß, dieses Programm zu benutzen. Und jetzt wissen wir auch, dank dieser coolen Hilfe, dass ich tatsächlich auf ein Auto raufgesprungen bin, was mich so wieder in die Luft katapultiert hat. Mensch, wie lustig, ein Like dafür. Nein, ich bin nicht like geil. Also, hier haben wir es jetzt jedenfalls, das Endergebnis. Über 700.000 Dollar bringt der Wagen. Natürlich hättet ihr jetzt auch anstatt einen Adder einfach einen Turismo holen können. Und dann wäre halt der Preis des Autos am Ende des Tages nicht so hoch, wie es hier jetzt bei mir der Fall ist. Und dann ist noch wichtig zu erwähnen, ihr könnt damit jetzt den Geldglitch machen, den ich euch unten in die Videobeschreibung verlinken werde. Und das Auto behält die ganze Zeit den vollen Preis. Und spätestens nach dem zweiten Geldglitch habt ihr die 1 Million wieder raus. Das Auto wird immer und ewig jetzt den gesamten Wert behalten, wenn ihr es auch dupliziert. Ein kleiner Tipp von mir, auch wenn ihr keine Geldglitcher seid, müsst ihr diesen Trick unbedingt anwenden, denn oftmals werden auch einfach Geldglitches mit Hilfe von Supersportwagen gehotfixt und so könnt ihr dann immer wieder trotzdem noch eure Sportwagen verkaufen, weil nur die Supersportwagen gehotfixt wurden und ihr seht ja selbst, dass der Pfälzer ein Sportwagen ist, aber den Wert eines Supersportwagen hat plus den eigenen Wert und somit habt ihr auf alle Fälle, falls ihr mal in Geldnot seid, eine richtig gute Geldanlage auch noch für weitere Geldglitches, die dann nach Hotfixes sogar noch möglich sind. Und dann noch ein kleiner anderer Tipp ist von mir, dass ihr am besten nicht den Wert des Adders mit einem anderen Wert des Adders nochmal verdoppelt sozusagen, denn die Obergrenze für den Verkauf eines Autos beträgt nur fast
nicht ganz 900.000, und es bringt euch ja nichts, wenn ihr 1 Million ausgibt und euer Auto dadurch einen Zuwachs vom Wert um die 100.000 Dollar hat. Damit habt ihr einen größeren Verlust, deshalb macht das lieber so mit Sportwagen und Supersportwagen, und dann seid ihr am Ende des Tages richtig glücklich, richtig gute Glitcher seid ihr dann, wenn ihr diesen Glitch macht, und es wird sich richtig lohnen. Wenn euch dieser Glitch gefallen hat, würde ich mich natürlich wie immer riesig über eure Unterstützung freuen, durch einen Like. Das würde mich wieder richtig glücklich machen, Leute. Dann hoffe ich, dass wir uns im nächsten Video sehen. Bis dahin, euer Jan.